Your personal belongings are your personal responsibility. Monitor your luggage at all times. Moin moin Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Bounty Hunter Karriere. Ich bin hier gerade auf A-Corp, um mal zu schauen, was hier so los ist, was die Kriminellen hier so machen und was die Bounty Hunter hier in der Region anzubieten haben. Des Weiteren, das Schiff der Wahl soll heute mal die Cutlass Black sein. Mal schauen, was man mit ihr so Schönes alles anrichten kann. Schauen wir doch mal in die Aufträge. So, und auf den ersten Blick sehen wir alles Aufträge von Miles Eckhart. Da denke ich mal, wir suchen uns mal den Schwächsten raus. Und dann schauen wir mal, was wir mit der Cutlass Black von diesen Aufträgen alles so erledigen können. Nehmen wir als ersten Mal den hier für 17.000. Das heißt, hier drei Leute erledigen und mal gucken, was der 17.000er so an Gegner für uns zu bieten hat. So, das Schiff, die Cutlass Black. Ups. Zu früh einen Schritt zurück. Drake, Cutlass Black, da haben wir sie. Und da wollen wir mal hoffen, dass wir hier von A-Corp auch wieder gut wegkommen. Das hörte sich nach Aua irgendwo hinter mir an. Ja, der sieht ja aus wie so ein Gefängnisausbrecher. Schaue ich doch noch mal kurz in die Aufträge rein. Vielleicht gibt es hier ja einen. Zur Jagd freigegeben? Nein. Ja, mal ab in die Cutlass. Ja, nicht vor die Füße laufen hier. Jungs. Da ist sie auch schon. So. Einmal an. Ja, das ist immer gut zu wissen, dass die Systeme online sind. Machen wir erstmal den Chat hier aus. Zack. Und einmal da die Starterlaubnis holen. So, jetzt sind die Tore richtig auf und wir können raus. Einfach erstmal nur ein bisschen hochsteigen. Fahrwerk schon mal rein. Landing Gear up.
und einmal die Triebwerke nach hinten drehen. Wieder keinen Helm auf, wie immer. Komischerweise. In letzter Zeit ist es andauernd, dass der Helm abgesetzt ist. Na komm, speicher das mal. Jo, jetzt hat er's. Er gibt uns nicht die Karte. Na? Was ist los? So, dann fliegen wir erstmal Bikini Point an. Rattler-2-Raketen sind an Bord. Ich denke mal, die dürften reichen für die Aufgabe. Undock-Erlaubnis holen. Please proceed to assigned landing bay. So, dann hätte ich hier hinten gerne noch alle Waffen auf 1. 1, 1, okay. Da sind unsere Gegner. Ja, dann fliegen wir erstmal nach Hörsten. Dann wo er bis Everest Harbor macht. Dann nicht. Einfach nur Hörsten. Okay, das soll uns lang. Wie gesagt, das Ganze ist eine Aufgabe nach Zeit. Eine der leichteren. Mit der Avenger dürfte dieses auch gut zu erledigen sein. Aber das werden wir gleich ja genau sehen, was da für Feinde auf uns zukommen. Zusätzlich habe ich noch die Call to Arms Mission an, um einen etwaigen Beifang noch abfischen zu können. Call to Arms, wo bist du? Nicht an? Dann machen wir sie jetzt an. So. Denn ich werde vorrangig immer erst das Hauptziel abschießen und dann versuchen, die restlichen Gegner wegzuballern. Eigentlich würde es bei dieser Aufgabe langen, wenn man diese drei
gezielt abschießt und sich um den Rest nicht kümmert. Dann kriegt man die 17.500 und wie gesagt, der Bonus, das ist sozusagen der Beifang plus Call to Arms, da kann es auch nochmal ein paar Tausend für geben. Aber jetzt erstmal nach Everest Harbor, dort vor Orten und dann weiter hier im System, um uns die zwei Burschen zu schnappen, die hier sind. Und der dritte im Bunde, der dürfte sich bei Jela wahrscheinlich herumtreiben. Aber das werden wir gleich noch sehen. Da haben wir fliegen wir erstmal Lorville. Dann sind wir da wenigstens schon mal in der Ecke. Und Sprung. Trotz abgebrochenem Sprung zieht er ganz durch. Ich. Egal. Falsche Taste. Oh, da wollen wir hin. Tun wir uns hier wieder verorten. Nach dem Verorten geht's dann los. Everest Harbor. Please proceed to assigned landing bay. So, dann springen wir nach Ita. War nicht so gemeint zu mir heute. Geht doch. So. Oh. Und die scheinen hier beide zu sein. Kleiner Waffentest.
Dann heißt es jetzt gleich erstmal warten, dass die Gegner kommen. So, da sind sie denn. 7. Egal welchen. Nehmen. Kontakt. Kontakt. So, da hätten wir eine M50. Und da eine Avenger. Na komm. So. So, das wären die beiden schon mal gewesen. Jetzt zum dritten hin. Wenn die Map das zulässt. Kontakt. Kontakt. Gleich nach PO. Und Sprung. Ja, deren Kumpels sind ein bisschen lahm drauf gewesen, nicht gleich mitgekommen. So. Bisschen ohne Licht. Von der Sonne springen. In der Zwischenzeit schon mal 9 Tee einschenken. Dann können wir da oben ja nochmal die Anzeige wegnehmen. Dann sieht das Ganze noch ein bisschen schöner aus. In PO dann gleich eben kurzes Verorten bei Port Olisar und dann geht's gleich weiter. Wirklich viel Schaden haben wir schon nicht bekommen. Sieht da so ein bisschen aus, als ob es an der Tür wäre. Versuche ich doch mal zu schauen, ob man dann Treffer sieht.
Da sieht man also noch nichts am Schiff. Sieht doch recht nett aus. Anflug. Seder. Kurz. Komm. Please proceed to assigned landing bay. Ja. Würden wir auch machen, wenn wir es nicht eilig hätten. Ja, keine Karte vernünftig. Komisch ist es ja, wenn man den meistens so schubst, dann klappt das sehr oft. Warum auch immer. Jo, das hat schon gereicht, um ihn zu erwischen. Dann machen wir uns mal weiter auf den Weg. Mal gucken, vielleicht ist das ja einer, wo wir dann mal so eine Rattler einsetzen können. Weil die habe ich mal speziell geholt zum Testen. Dann heißt es jetzt wieder warten, dass der Gegner kommt. Kontakt. So, da ist er denn. Und eine Aurora. Oh, schieben wir noch mal ein. Hm?
Zack, weg damit. Keine Ahnung, ob da die Raketen getroffen haben. Was haben wir da denn? So, da haben wir das Geld auch schon bekommen. Na, würde ich mal sagen, machen wir uns hier vom Acker. Karte wieder nicht. Ja, Port Olisa. Ja, die Mission ist abgeschlossen, das Geld haben wir bekommen. In einer Zeit von fluffigen 27 Minuten, sag ich mal. Da kann man nichts zu sagen, 17.500 in 27 Minuten. Weil da haben wir nicht wirklich viel für getan. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schalte beim nächsten Mal wieder rein. Bis denne dann. Tschüss.